Das Besondere ist, dass das 6x45 Minuten Kino ist. Was der Sebastian Fitzek wirklich unglaublich gut kann, ist plotten. Spielt sich auf mehreren Ebenen ab. Realität, Wahn, Traum. Du musst richtig lange denken, bis du wirklich so die Zusammenhänge verstehst. Da wünsche ich viel Spaß. Wenn man das mag, dann let's go. Ihr seht Spätvorstellung, das Kinomagazin, und im Hintergrund seht ihr schon den Namen Sebastian Fitzek, der auch einer der erfolgreichsten Autoren in Deutschland ist. Unter anderem hat er den Roman Die Therapie geschrieben. Der wurde jetzt als 6-teilige Serie für Prime Video verfilmt und sowohl Sebastian Fitzek wird heute Abend hier sein, als auch der Cast der Serie. Und worum es geht, seht ihr jetzt. Der Berliner Psychiater Viktor Larenz will sich auf der Nordseeinsel Parkum dem zweiten Jahrestag des Verschwindens seiner Tochter Josie entziehen. Der mysteriösen Anna Spiegel gelingt es jedoch, Viktor in seinem Rückzugsort aufzuspüren. Sie möchte unbedingt seine Hilfe, weil sie von Wahnvorstellungen gequält wird. In diesen verschwindet ein kleines Mädchen spurlos, ebenso wie damals Josie. Viktor beginnt schließlich mit einer Therapie für Anna, die schon bald zum dramatischen Katz-und-Maus-Spiel wird. Josie kommt nicht zurück. Meine Tochter lebt. Ich bin ganz sicher. Was ist bloß los mit dir? Irgendjemand lügt. Wie bist du damals auf die Idee zu deinem ersten Roman Therapie gekommen? Ich war in einem Wartezimmer eines Orthopäden. Allerdings habe gewartet, dass meine damalige Freundin wieder aus dem Behandlungszimmer rauskommt. Aber die kam nicht. Nach einer Dreiviertelstunde dachte ich, okay, was ist, wenn die da wirklich nicht mehr rauskommt? Alle mir sagen, die wäre da gar nicht reingegangen. Dann dachte ich, Mensch, das könnte eine gute Thriller-Idee sein. Und in die Therapie, im Prolog, da verschwindet ein kleines Mädchen, spurlos aus dem Behandlungszimmer eines Arztes. Und mit dem Vater, der draußen wartet, weiß man, es wäre da gar nicht reingegangen. Wenn jetzt ein Roman von dir verfilmt wird, fällt es dir leicht, deine Geschichte aus der Hand zu geben, sie sozusagen loszulassen? Ja, aber nur dann, wenn die Vorbereitung dementsprechend gut war. Sprich, wenn ich sicherstellen kann, dass das beste Team daran arbeitet. Und mit Ziegler Filmproduktion beispielsweise, Prime Video, aber auch Casting, Rümi, der das Drehbuch geschrieben hat. Ich wusste, das ist ein super Team dran. Sobald die Geheimnisse auf dem Tisch liegen, geht es allen besser. Auf welcher Seite stehst du? Was hat dich an deiner Rolle so gereizt, dass du die übernehmen wolltest? Ich glaube, dieser Mann ist auf der einen Seite der liebevolle, wunderbare Vater, Ehemann und großartiger Psychiater, der sozusagen eigentlich kein Problem im Leben hat. Und den Sprung dahin, dass ein Mensch nicht mehr weiß, wo er mit seinen ganzen Ängsten hin soll, und weil seine Tochter verschwunden ist und weil er selber dadurch sozusagen sein Leben mehr oder weniger aus den Händen gibt. Und dann sich auf die Suche begibt. Ich glaube, diese Punkte sind so extrem gewesen. Und dann, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow, ey, wenn du das spielen darfst, ist geil. Auch für Andrea Oschwart hatte ihre Rolle in der Serie einen besonderen Reiz. I think I've never played a mother of a teenager, so it was a really exciting new experience and challenging how to fit in the shoes of a mother, me not having children yet, so all of a sudden having Helena Zengel as your child is quite challenging, but I think it went very well. I hope you like it. How was it to play next to Helena Zengel? Helena Zengel is just phenomenal. She's such a phenomenal actress, so I'm honored to could have witnessed her work from close. So I think she's a phenomenal born superstar. Helena, was hat dich denn besonders daran gereizt, deine Figur in der Serie zu spielen? Ich finde diese Verwandlung von total am Vater dran zu realisieren, wer er wirklich ist, das hat mich sehr gereizt. Meine Rolle, die ist halt eher eine Nebenrolle, aber die ist so liebevoll von den Autoren auch durchgeführt worden und die macht auch eine Entwicklung durch. Das fand ich dann auch so geil. Besonders hat mich natürlich gereizt, dass man ihr nie so ganz vertrauen kann. Also das, was sie vorgibt zu sein, ist sie vielleicht auch nicht oder manche Teile nur davon, und sie deckt immer wieder so neue Ebenen auf. Und das macht natürlich sehr viel Spaß, so einen berechnenden Charakter zu spielen. Also die Geschichte handelt von einem kleinen Mädchen, das an einer unbekannten Krankheit leidet. Und eines Tages, da verschwindet dieses Mädchen. Josie! Spurlos. Was würdest du denn sagen, ist so die Essenz der Serie, die Therapie? Ja. Boah, das ist schwer, weil es tatsächlich, ich musste das schon mal in 10 Sekunden beschreiben, das habe ich nicht geschafft. Es ist ein hochkomplexes Buch, es ist auch eine hochkomplexe Serie, es ist wahnsinnig spannend, spielt sich auf mehreren Ebenen ab, Realität, Wahn, Traum, Wirklichkeit. Also es ist wirklich wahnsinnig spannend, es ist gruselig, es ist ab und zu mal ganz lustig tatsächlich auch. Man kann bis zum Ende eigentlich dranbleiben und mit
überlegen, wer eigentlich dann am Ende der vermeintliche Täter ist. Dass man nie so ganz genau weiß, was hier wirklich stimmt und was nicht. Also man wird immer wieder überrascht und das, ja, da wünsche ich viel Spaß. Wenn man das mag, dann let's go. It's a psychological thriller, so the essence is, you know, it's tension and thriller and it's mystery. Es ist ein unheimlich spannender Plot. Das geht auch richtig tief rein. Das ist, ja, ist ja kein Spaß, ne? Es ist schon sehr auch bedrückend. Hallo. Es war sehr interessant, das zu lesen. Es ist unglaublich schön fotografiert. Sehr, sehr tolle Bilder, die auch ein bisschen was Abstraktes bieten. Es ist philosophisch, es hat eine Tiefe und eine große Schönheit trotz allem. Und am Ende denke ich mir, ja, war sogar sehr, wir könnten alle durchaus in unsere Abgründe mal schauen und eine kleine Therapie machen. Das Besondere ist, dass das 6x45 Minuten Kino ist. Es ist nicht nur eine Serie in Anführungsstrichen, sondern es ist wirklich Kino. Und eigentlich hat es auf die große Leinwand gehört, und zwar in der Qualität, wie es jetzt produziert ist. Gestern war eine Frau hier, die hat sich nach Ihnen erkundigt. Einen Hammer gekauft. Was machen Sie hier? Mir geht es nicht gut. Psychisch. Wenn die wirklich irre ist, dann musst du vorbereitet sein. Die Romane von Sebastian Fitzek sind ja generell äußerst populär. Was glaubst du, was ist so das Erfolgsgeheimnis von ihm? Naja, er ist ja wirklich ein virtuoser Geschichtenerzähler, der es irgendwie schafft, durch ein Wahnsinnstalent den Leser und auch hoffentlich dann den Zuschauer am Ende wirklich die ganze Zeit dran zu halten. Also es wird einfach nicht langweilig und saugt die Dinger anscheinend auf. Dieses krasse Durchdachte, so richtig. Ich habe letztens noch einen anderen Film von ihm gesehen und das ist so, du musst richtig lange denken, bis du wirklich so die Zusammenhänge verstehst. Und ich glaube, das macht es so, so extrem interessant. Ja. Da bin ich überfragt. Aber dass er jetzt uns kreiert hat in die Therapie, das ist auf jeden Fall, da bin ich super dankbar dafür, dass er das gemacht hat. Deswegen kann ich jetzt hier stehen als für Anna Spiegel. Ich denke, dass er so eine Mischung bietet, dass es was Tiefgründiges hat, aber er erzählt es auch einfach genug, nicht zu intellektuell. Was der Sebastian Fitzek wirklich unglaublich gut kann, ist plotten. Das heißt, er macht so viel Stränge auf, dass du denkst, jetzt weißt du, was passiert. Und du weißt es nämlich nicht. Und diese Cliffhanger, das ist toll. Das ist toll zu lesen. Also im besten Fall ist es, beim Buch sagt man ja so Page-Turner, also dass man nicht aufhören kann zu lesen. Und beim Thriller muss man dann im besten Fall immer weiter gucken. Bei einer Serie hoffe ich das auch so. Also ich hatte das Glück, dass ich hier auch schon mal an einem frühen Zeitpunkt in so ein Drehbuch reingucken konnte, weil ich mit Stefan befreundet bin. Und ja, es ist ziemlich spannend. Also ich wollte bei dem Ding echt wissen, wie es ausgeht und wie es, ja, wie die Auflösung am Ende ist. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Was passiert ist, das können wir beide nicht ändern. Unser Standplatz hier im blauen Teppich war heute sozusagen auch ein sehr, sehr lohnender Therapieplatz. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, die Serie läuft seit dem 26. Oktober bei Prime Video.